sie sind was Besonderes, sie sind stark, mutig und treu. Das Einzige, was sie nicht gut verkraften, ist das Alleinsein. Das Ordentliche, was sie nicht gut verkraften, ist allein sein. Dann schlagen sie ein bisschen langsamer und manchmal sogar ein bisschen leiser. Du schlagen sie halt alle ein bisschen langsamer, manchmal ein bisschen schneller und leiser. Früher, als es noch viele Drachen gab, musste keiner von ihnen allein bleiben. Doch im Laufe der Jahrzehnte wurden sie immer seltener, sodass viele bald als Einzelgänger ihr Leben fristen mussten. Früher, als es noch viel Drache gab, musste keiner von ihnen allein bleiben. Doch die ganzen Jahrzehnte dann wurden sie immer seltener, sodass viele bald ganz allein ihr Leben fristen mussten. Und so war auch der Drache Bruno, der seit vielen Jahren schon einsam durch die Lande zog, alles andere als zufrieden und hielt stets Ausschau nach einem Gefährten. So, und da war ich, warmes Schwein, einer der Letzte, ja, der im Jahr immer allein durchs Land gezogen ist, ja, als aller andere Art zufrieden, hielt ich stets Ausschau nach einem Kumpel. Es vergingen Jahre und Jahrzehnte, aber kein anderer Drache kreuzte seine Flugbahn. Bruno bemühte sich deshalb, ganz besonders freundlich zu allen Lebewesen zu sein. Aber ob Mensch oder Tier, für alle blieb er unbeirrbar der gemeingefährliche Feuerspucker. Okay, ich kürze es ab, ich war immer allein. Einmal half er einem verirrten Schaf und wurde sofort von dem Hirtenhund angeführt. Auch wenn er wusste, dass der brave Hund nur das Lämmchen beschützen wollte, tat es Bruno weh. Sanft klärte er das Schaf auf die Wiese und flog traurig davon. Es gab wohl einen Tag, da war ich die ganze Zeit auf dem Weg, ja, bin rumgeflogen. Du wollt mich doch auch nicht beißen? Drachen galten nun einmal als böse und in jedem Land und Königreich gab es Legenden von entführten Prinzessinnen und abgebrannten Dörfern. Dabei hatte Bruno gar nicht viel übrig für verwüstete Landschaften und kaputte Häuser. Er liebte Blumen und genoss den Anblick von Wiesen und Feldern im Sommerlicht. Seine Freude mit jemandem teilen zu können, nichts wünschte er sich sehnlicher. Und bei dem Gedanken daran schlug sein Drachenherz immer gleich ein paar Takte schneller. Ich war immer happy, wenn ich jemanden gefunden habe und war nicht allein. Hab den ganzen Tag gesucht nach einer tolle Prinzessin und ich freue mich immer so schön. Im Land des einsamen Drachens Bruno lebt noch.